Ja, das ist total genial, was du tust. Nein, da ist ein Loch. Verdammt. Dann muss ich das hier noch tatsächlich etwas weiter verschieben, damit das... Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Minecraft Tackled. Natürlich mit dem Relaxation LP, aka The Battle Player, aka Meister der Zeichenkunst. Genau. Ja. Komm noch. Hallo. Ach du Scheiße. Oh, ein Enderman portet sich da hinten. Lass mal gucken. Weg. Okay. Da war ein Enderman in der Ferne. Endermans können. Ah, Endermans können also am Tag auch rumlaufen, oder was? Ja, sie können sogar bei Regen rumfliegen, aber die porten sich dann die ganze Zeit in dein Haus und fressen deine Kinder auf. Böse. Sofern man Kinder hat. So, stopp! Ja, genau, Leute, ihr merkt schon etwas, wir sind in unseren Häusern gestartet. Wir sind hier zu zweit unterwegs. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Und zwar sind wir, naja, kann man das Umziehen nennen? Nein, also vorher war es halt auf einem Hamachi-Server. Aber inzwischen hat sich, nochmals vielen Dank an Panade, dazu bereit erklärt, uns diesen Server bereitzustellen. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich einen Minecraft-Server. So, ja. Und wisst ihr, was das heißt? Da dieser Minecraft-Server an die 20 Leute mithaben kann, werden wir auch mal ein paar mehr dazu holen können. Und bevor wir hier jetzt verraten, beziehungsweise ich verrate, was ich mir dabei gedacht habe, werden wir jetzt erstmal ganz normal dieses LP hier weiter vorführen. Und vielleicht merkt man das schon, aber meine Nase ist etwas zu. Oh ja, jetzt wo du es so sagst, ist mir so auch aufgefallen. Ja, das kam so gestern. Das kam so noch während der Aufnahme, ne? Ja. Das ist irgendwie cool. Während der Aufnahme erkrankt. An zu viel reden wahrscheinlich. Hör auf zu reden! Okay, also. Was hatte ich jetzt vor? Ach, wir waren doch in dieser Höhle, genau. Ja, wir brauchen etwas Steine. Und Leute, bevor ihr hier denkt, hä, was meint denn der Typ jetzt mit hier komischen, Leute da, die so mitmachen könnten. Tja, im Laufe des Let's Plays werdet ihr es erfahren. Vielleicht sollte ich mal meine Uhr stellen. Ach ja, die Uhr des Todes, die nie eingestellt ist. So ziemlich nie. Nun gut, also, es wird nämlich jetzt in jeder Folge auf jeden Fall irgendwann im Laufe der Zeit ein Gewinnspiel stattfinden. Und die Zuschauer, genau, ihr als Zuschauer habt die Chance, einen Tag mit uns lang zu zocken. Dazu müsst ihr aber... Ist das dann eine Folge oder ein Tag? Was? Wird das dann eine Folge oder ein Tag? Ein Tag. Ein Tag. Ja, das wären dann so 3, 4, ja, dann ist das aber ein bisschen unfair, wenn wir dann mit dem einen mehr aufnehmen als mit den anderen. Weil wir an einem Tag dann mehr aufnehmen als in den anderen Tagen. Ja, hat er Pech. Hat er Pech, ja. Ihr habt's gehört. So nett ist er zu euch. Ja, so sieht's aus. Was ein netter Let's Player. Warum folgst du mir überhaupt? Wo war? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, hier ist eine Höhle. Lass mal einfach hier reingehen. Ja, okay. Nee, die hört nach 2 Meter wieder auf. Lass mal. Hier ist eine Höhle, hier geht's irgendwo rein. Oh, die Dunkelheit. Sie hört sie auf. Oh. Ist aber eine kurze Dunkelheit. Kohle! Lalala. Ist meine Kohle, geh weg von dem. Nein, das ist meine. Meine. Guck mich mal an. Guck mal, was ich jetzt ziehe und guck mal, was ich jetzt mache. Nein! Ha! Ich tue schon die ganze Zeit, macht aber nichts. Ach so, ist PvP aus. Ja! Ach Mann. Das ist aber schade. Wieso nur Panade? Wieso? Nein, das war ich. Ich habe auch die vollkommen Zugriff. Meins. Verdammt. Meins! Was ist das überhaupt? Kann ich hier von Uranium habe ich gefunden. Was bringt das überhaupt nochmal? Was? Wofür ist wohl Uran? Hm? Ja, machen wir uns ein Atomkraftwerk. Will ich aber nicht. Oh, nein! Enderman! Ein Enderman. Irgendwie will ich hier was entfernen. Ach, Dreck!
Das kann man immer entfernen. Irgendwie ist der Enderman leicht psychisch gestört und greift mich nicht an. Jetzt habe ich eine Enderperle. Der Enderman will nichts von dir. Was? Du hast sie gekillt? Ja. Nackig? Nackig. Ich bin Superbaby. Ich mach sie alle platt. Mit meinem Eisenschwert. Oh, ein Wolf. Hast du eigentlich noch Knochen? Ich habe einen Knochen, aber es reicht wahrscheinlich nicht für einen Hund. Nein, ich habe leider keine Knochen. Ja, mit einem Versuch. Sehr schön. Komm, Doggy. Jetzt habe ich einen Hund. Doggy, 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 Doggy. Liebe Zuschauer, nennt euch, sucht euch einen Namen aus für diesen Hund. Genau, sagt uns, wie unsere Hunde heißen sollen, beziehungsweise wie sein Köter heißen soll. Außer ich hol mir keinen Köter, ich hol mir eine Katze, verdammt. Sind eh cooler. Die können nichts. Die können nur Creeper verscheuchen. Ha, reicht schon. Ja, und mein Hund kann sie angreifen. Und deine Katzen angreifen. Und alles andere platt machen. Verdammte Scheiße! Ich hab schon wieder was vergessen. Hier, komm, warte, bleib stehen. So, da. Oh. Also weder du schenkst mir gerade Kohle oder du willst einfach nur dann Dreck bei mir ablassen. Beides. Ist aber lieb von dir. Ich will nämlich hier. Und ein bisschen ruhig. Zuckerrohr. Wuff, wuff, ja, liebes Köterlein. Komm mal mit. Los, komm. Du gehörst mir. Komm in mein Haus, kleines Hündchen. Ah, jetzt sitzt du in meinem Haus und passt auf. Weißt du, was lustig ist? Wir nehmen am Tag immer so 3 Folgen bis 5 Folgen auf. Aber schon mal aufgefallen, wie sollen wir das dann mit den Gewinnspielen machen? Ja, stimmt. Dann machen wir ein Gewinnspiel pro Tag. Das heißt, das kann irgendwann in diesen 3 Tagen tatsächlich mal geschehen. In diesen 3 Folgen kann dann irgendwo das Gewinnspiel drin versteckt sein. Also guckt euch wirklich alles an. Das ist eigentlich so eine Methode, um das... Jede Sekunde. Genau analysieren. Ich hab jetzt eigentlich nicht so daran gedacht, dass der Zuschauer gezwungen wird, alles zu gucken. Weil er soll es ja gucken, wenn er dran Bock hat und so, aber... Gut. Nun ja. Tja, was soll man dazu sagen? Pech. So. So läuft das einfach hier im Let's-Player-Business. Vom Business habe ich noch nicht viel, aber das wird noch, hoffe ich mal. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Holz basteln, weil ich will jetzt endlich mal hier diese blöden... Wenn du Holz brauchst, frag ruhig mich. Ich habe eine ganze Kiste voll. Was denn? Holz. Ah, nö, ich habe noch genug. Ich habe ja schließlich unseren ganzen Rama-Wald abgeholzt. Aber wollten wir nicht eigentlich in der Höhle gehen? Ach, was soll's. Bin ich doof. Ein bisschen. So, jetzt ist richtig. Bin ich doof, du Arsch. Uhaha. Ich hab dich beleidigt. Mit einem ganz bösen Wort. So. So, das dürfte jetzt aber passen. 2 Stück passt perfekt. Eins. Und 2. Na, endlich ist die Lücke hier fertig. Geht doch. Und darauf habe ich jetzt insgesamt 4 Parts gewartet. Was hast du denn jetzt genau gemacht? Die Lücke gefüllt. In deinem Zahn. Na, nicht so ganz. Aber ähnlich. Die Lücke in deinem Herzen. Ja, komm zu mir in die Arme. Oh Mann, dieses Baby, ey. Das ist ein Baby? Guck's doch an, es hat eine Windel um. Ah. Safe complete! Da seht ihr's nochmal, unsere Server-Dateien werden gespeichert. Ja. So, wir werden das jetzt hier mal. Boop. Weil, Für all die ganzen Schandtaten schenke ich dir diese Enderperle. Ah, war ein Scherz. Machen Enderperle. Eine Enderperle. Keine Ahnung, ich werf's mal. Okay, ich kann mich dann porten, mehr nicht. Die ganze Zeit? Ja. Nö, nach einem Wurf ist er weg. Jetzt also habe ich keine Enderperle mehr. What the fuck? Aber mein Hund wacht schön über mein Haus. Ah. Ich hab Bock auf ein Aquarium. Und ich hab so eine geile Idee. Ich brauch mal bitte Glas von dir.
Kein Problem, ich schaue mal in meiner Kiste der Weisheit nach, aber da scheint nur Holz drin zu sein. Da steht der Hund einfach rum. Wow. So, du kennst dich doch hier mit Minecraft aus. Und zwar eindeutig besser als ich. Wie läuft das hier bitteschön mit den Viechern? Mir wurde nämlich als Kommentar geschrieben, Tiere respawnen nicht. Stimmt das richtig, wirklich? Richtig. Die wurden, also nach irgendeinem Update, ich weiß aber nicht mehr welcher, war das so, dass die Mobs als Items, also beziehungsweise als Gegenstände in der Umgebung funktionieren und nicht mehr als, ja, die spawnen halt nicht mehr. Die sind da und wenn man die ausrottet, sind keine mehr da. Dann war es das. Das heißt, die Kühe, die du getötet hast, kommen nie wieder. Du hast sie ja quasi ausgerottet. Ups. Anstatt sie mit Weizen zu füttern und vermehren, nein, du hast sie ausgerottet. Ups. Ja. Ja, ja, da ist Sand. Von einer Kiste zur anderen. Das wollte ich. Nein, Hund, bleib stehen. So. Der Hund wollte mir folgen. Mein Hund, nicht deiner. Übrigens, jetzt habe ich keine Items mehr und renne draußen rum, obwohl es nachts ist. Super. Ja, und ich? Werden alle sterben. Ach so, nee, das brauche ich ja hier noch. Weil das mit dem Tag- und Nachtwechsel, das muss man doch echt mal verleckern können. Das ist mir einfach viel zu schnell. Wir machen ja nichts in einem. Das finde ich auch, das finde ich auch zu schnell. Außer natürlich, wir sind in Höhlen, dann ist das Ganze ja viel besser. Da ist es scheißegal. Richtig. So, wo ist denn jetzt was? Durcheinander, Herr Nikodem. Ach ja, genau. So. Dein Dach. Du bist so dachlos heute. Ja, ich habe immer noch kein Dach, aber das wird noch. Da kommt noch das Dach hin. Ja, solange keine Spinnen in dein Haus krabbeln, ist ja alles okay. Die kommen eh nicht hier hinein, diese verfickten Mistviecher! Ich hasse Spinnen. Spinnen. Das Gefühl, ich habe mehr Items als du. Ja. Aber du baust ja die ganze Zeit und ich habe nur mein komisches viereckiges Kastending gebaut, was total scheiße aussieht. Und ich habe schon fast eine ganze Wohnung. Aber ich werde auch anfangen, so ein geiles Haus zu bauen, sobald ich Lust dazu habe. Also nie. Aber hast du verarbeitetes Holz oder gesammeltes Holz? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks normales Holz. Sehr geil. Dann kannst du mir 2 Stacks gleich geben. Dann komm kann in mein ich Haus hier mein Haus weiterbauen. Eigentlich hatten wir doch vor, eigentlich eine Höhle zu erkunden. Und jetzt machen wir auf einmal weiter hier bauen. Egal. Machen wir jetzt einfach. Ohne Ressourcen. Obwohl, wir haben ja eigentlich eine Menge Sachen schon. Nur ja, halt nicht eben. So Eisenzeug. So ich habe ja auch hier noch 4 Eisen. Was tue ich hier? Momentchen. Kurz überlegen. Steinkanälen. Oh, ein Creeper. Komm mal her. Nein. Vielleicht macht wieder Bumm und ich bin tot. Es ist das Auto. Übrigens, wir können hier Saplings langsam mal wieder pflanzen. Ach Quatsch. Wir brauchen keinen Wald. Wald ist für arme Kinder. Und für Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster. Auch so bitterkalt. Was war das? Das war ein Creeper, der. Oh! Ich habe ihn geblockt, hast du gesehen? Aua. Komm her, komm her! Ich komm zur Hilfe, super Baby, schreite zur Tat. Oh, keiner mehr da. Ja. Säge, wo bist Wollen du? Wollen wir wieder mal schlafen gehen oder lassen wir das einfach mal? Nein, wir lassen jetzt mal und bearbeite jetzt hier. Und ich schau gruselig aus dem Fenster. Nein! Was ist denn jetzt schon wieder? Man kann kein Glas. Ja. Doch, man kann Glas. Allerdings nicht mit, Nicht mit der Säge? Ja. Ja, dann machst du halt normal mit diesen Glaswänden-Dingen. Waren die überhaupt noch bei 1.2.5? Ja, das ist alles verwirrend. Gab's schon dort, ja. Dann ist ja gut. Aber ich frage mich gerade, es ist hier möglich, tatsächlich, bessere Sägen zu basteln. Ich habe hier doch Rezepte. Ja, so eine Diamanten. Ach ja, richtig, die Rezepte haben wir auch noch. Ja. Hm. So, wo haben wir es denn? Was ist denn jetzt los? Geil, man kann sogar den Kürbis spalten auf so ein 2D, fast 2D-Ding. Ah, da ist es. Diamond, Rubbing, Emerald, Saphir. Okay, gucken wir uns doch mal an, was wir für diese Art von Sägen brauchen. Es gibt Nanoschwerter. Okay, ah, da sind die Backpacks. Das würde mich auch mal interessieren.
Was braucht man dafür? Ah, okay. Klopp, klopp, wer ist da? Ich bin's, ein Zombie. Die machen doch auch die Türen kaputt, nicht wahr? Ich hab ihn getötet, keine Sorge. Okay. Das Superbaby hat dich gerettet. Wir haben hier eine Angel, aber das wollen wir nicht. Wir wollen, ja, das brauchen wir auch noch. Brauchst du eigentlich Setzlinge? Davon habe ich eine Menge. Setzlinge? Aber ich pflanze sie nicht ein. Ich habe auch welche. Ein Voltmeter? Da kann man ja... Ach du Scheiße. Ich fühle mich gleich wie zu Hause. Meins! Was? Mein Zuhause. Ja, aber ich habe auch ein Zuhause. Achso. Hm? Painter? Okay. Außerdem schläfst du in meinem Keller, also sei ruhig. Bald nicht mehr, mein Freund. Bald nicht mehr. Dann habe ich eigentlich entschieden, dass es mein Keller wird. Und ich finde das noch. Moment, ich glaube, ich war schon... Ich bin jetzt so oft an Segen, glaube ich, vorbeigegangen schon. Es gibt man doch kann so viel machen und ich baue ein blockiges Haus, ne? Super. Da sind sie doch, ey. Ah, jetzt, ja. So geht das also. Ach, das können wir... Boah, das kann ich sogar jetzt schon herstellen. Wovon habe ich denn am meisten? Ich glaube, ich nehme... Ja, das mache ich jetzt. So. Da hören wir einen Walrus in der Paarungszeit. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Eisen. Bisschen waschen hier. Die Äpfel, die gehören ja immerhin. Ja, schön gewaschen. Nein, die sind nicht gespritzt. Und alles Bio. Lecker! So, jetzt haben wir zwei Stück davon und jetzt können wir das auch hier sofort basteln. Aus! Böser Zombie! Aus! Lässt du mich vor in Ruhe, du Die mögen wir ein Haus, wa? Ja, die mögen es echt, ey. Ich merk das schon. Bom, 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 bom. Jawoll! Oh, hier draußen geht's gerade ganz schön. Damit können wir jetzt tatsächlich. Oh, Platten machen! Und damit können wir übrigens sogar Steine zersägen. Ja, meine Damen und Herren, Steine! Wir können die Gesetze der Physik brechen und Steine zersägen. Das ist nicht wirklich ein Physikbruch, würde ich mal behaupten. Für mich schon. So. Nein. Machen wir so. So? Ah. So? Machen wir so? Jetzt sieht mein Haus gleich fünfmal schöner aus. Eigentlich sieht es scheiße aus, aber egal. Lassen wir es einfach mal so stehen. Machen wir das nicht so, machen wir das anders. Müssen wir jetzt noch einmal schneiden. Einmal schneiden. Oh, das war falsch. Wir brauchen die hier. Genau. So. Einmal schneiden, bitte. Oh, nein, nein, nicht so, nicht so. Genau. So. Und jetzt brauche ich meinen Eimer. Ist hier noch etwas draußen, was mich töten könnte? Ja, das Superbaby. Und es wird übrigens Tag. Sehr schön, wir haben die Nacht überlebt. Sehr, sehr schön. Oh, und das war schon wieder mit der Folge. Was? Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Ich werde jetzt hier noch ganz schnell mal eben hier Wasser holen. Ja. Dann holen Sie mal Wasser. Ja. Ja. Oh, ein Creeper wartet auf meinem Weizenfeld. Mist. Aber das werde ich erst in der nächsten Folge beleuchten. Oh. Ah! Hm? Überschwemmungen. Ah! Aus! Böse! Ah, genau. Und das hier muss entfernt werden, wahrscheinlich. So? Wo bist du? Hm. In deinem Haus bist du noch? Ja. Ich komme auch mal rein, dein schönes Stübchen. Ah. Pass das mal sieht irgendwie verdammt cool aus. Pass mal auf, du. Pass mal auf, was ich hier vorhabe. Das ist ein Aquarium? Das ist so genial. Verdammte Scheiße! Ja, das wird eins. Ja, das ist total genial, was du tust. Nein! Da ist ein Loch! Verdammt! Dann muss ich das hier noch tatsächlich etwas weiter verschieben, damit das... Du kannst das auch einfach woanders hinbauen, ins Aquarium. Das könnte ich, aber das sieht dort schöner aus. Naja, okay, Leute. Dann bauen wir in der nächsten Folge das heilige Aquarium und sagen damit... Hauen Sie! Bis zur nächsten Folge!